Andererseits habe ich zu Stuart einmal gesagt, Stuart, du kannst schreiben, was du willst. Ich gehe immer mit dir. Ich folge dir, weil ich glaube, dass ich dir da vertrauen kann. Willkommen bei der Weltlesebühne. Heute sind wir zu Gast bei Thomas Gunkel in seinem wunderschönen Arbeitszimmer, wie es sich für Übersetzer geziemt, voller Bücher und hier noch mit den ganzen eigenen Werken. Und heute wollen wir über deinen langjährigen Freund und Autor sprechen. Genau, Stuart Unnahan, mit dem ich seit 1996 zusammenarbeite, bis heute, also schon 27 Jahre. Ein langer Weg, auf dem wir gemeinsam viel erlebt haben. Ich kann vielleicht mal zunächst sagen, wie ich dazu gekommen bin, Stuart Unnahan zu übersetzen. Ich hatte für einen kleinen Marburger Verlag angefangen zu übersetzen. Und das dritte Buch, was ich da übersetzt habe, war ein wirklich tolles Buch, William Trevor, auf das der Rowohlt Verlag aufmerksam wurde. Und dann hat mich vom Rowohlt Verlag jemand auf der Buchmesse angesprochen und gefragt, ob ich nicht für Rowohlt übersetzen möchte. Da habe ich natürlich freudig zugestimmt. Und nachdem ich da mehrere kleine Sachen im Taschenbuchverlag gemacht habe, kam man auf mich zu und bot mir einen neuen amerikanischen, vielversprechenden Autor an. Und das war Stuart Unnahan. Und dann fragte man mich, ob ich mir das zutrauen würde. Und ich habe reingeguckt, es war sehr slangmäßig und ich habe gedacht, ja, da werden viele Fragen irgendwie auftauchen. Aber ich habe natürlich ja gesagt. Ja, das muss man manchmal auch. Das muss man, ja. Und es ging ja dann auch. Ja, ja, und dann, wenn ich zurückblicke, die ersten Fragen, die ich ihm gestellt habe, das ging noch mit der Post damals. 7 Tage hin ein Brief, 7 Tage zurück. Nach 14 Tagen hatte man dann die Antwort. Witzig. Bei Stuart kam eigentlich in jedem Buch das Thema Baseball, zumindest am Rande, vor. Und irgendwann habe ich ihm geschrieben, Stuart, muss das sein? Ich habe von Baseball wirklich überhaupt keine Ahnung. Du musst mir das alles erklären. Und im selben Jahr, 1996, nachdem ich das erste Buch übersetzt habe, bin ich allerdings in die Staaten gefahren und da haben wir uns verabredet. Und da haben wir ausgemacht, wenn ich das nächste Mal komme, wird er mir eine sehr gute Einführung in das Baseball geben. Und das hat er dann auch eingehalten. Das war zwar noch ein paar Jahre später, aber dann sind wir immer zu den Boston Red Sox gefahren. Und er hat mir alles erklärt. Das ist kompliziert, glaube ich, ja? Ja, sehr, sehr kompliziert, ja. Also wenn man als Europäer dahin kommt und Fußball gewohnt ist zum Beispiel und man denkt, da passiert ja überhaupt nichts auf diesem Feld. Ja. Aber es passiert wahnsinnig viel, wenn man das versteht. Weil es ein sehr, genau wie Football, eigentlich ein sehr taktisch geprägter Sport ist. Ja, wie viele Bücher hast du denn jetzt schon von ihm übersetzt? Inzwischen sind es leider 19, denn das 20. hätte ich auch gerne übersetzt, aber Robert hat sich so ein bisschen geziert und ich glaube inzwischen, sie werden das nicht mehr machen. Nein! Das ist ein Buch vom Anfang seiner Karriere auch gewesen und da ging es um den Vietnamkrieg und wir haben, ach, Vietnam, abgelutschtes Thema, was ich nicht verstehen kann, weil er hat es aus diesem Thema sehr viel gemacht. Was ist das denn für ein Autor? Was ist das für ein Autor? Ja, er ist ja ursprünglich Ingenieur gewesen und das merkt man seinen Büchern auch an. Er hat an irgendeiner Weltraumrakete mitgebaut und wenn er jetzt so technische Sachen beschreibt, geht er sehr ins Detail. Das kann er sehr realistisch, fast hyperrealistisch beschreiben. Was natürlich für den Übersetzer nicht immer eine Freude ist.
Andererseits habe ich zu Stuart einmal gesagt, Stuart, du kannst schreiben, was du willst. Ich gehe immer mit dir. Ich folge dir. Weil ich glaube, dass ich dir da vertrauen kann. Ja. Und es gab nur ein Buch, wo ich das fast ein bisschen bereut habe. Da ging es um ein verschwundenes Mädchen im Alter von 17, das auch ermordet worden war. Und zu diesem Zeitpunkt war unsere Tochter auch in dem Alter. Das war dann nicht ganz so schön, das Buch zu übersetzen. Ja. Aber auch da ging es eigentlich nicht um vordergründige Kriminalliteratur, sondern bei Stuart geht es um die amerikanische Mittelschicht und, wenn man genauer sein will, um den Abstieg, den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abstieg der amerikanischen Mittelschicht. Im Laufe der, jetzt ja dann auch schon, 30 Jahre ist es ja... Ja, er ist eigentlich immer nah dran in seinen Büchern an der Zeit. Da kann man sozusagen die amerikanische Geschichte in der Zeit gut verfolgen. Wie bist denn du eigentlich zum Übersetzen gekommen? Zum Übersetzen? Ja, das ist sehr schwierig zu beantworten. Also ich glaube, das war schon immer mein Wunsch, aber es war mir nicht so klar. Nach der Schule habe ich erst mal eine Erzieherausbildung gemacht. Ich habe dann auch 4 Jahre mit geistig Behinderten gearbeitet. Und mir war aber immer klar, ich will noch mal studieren und gerne sollte es auch Germanistik sein. Und das habe ich dann auch wahrgemacht, ohne mich allerdings weiter um irgendwelche beruflichen Karriereschritte zu kümmern. Ich habe das Studium beendet und wusste eigentlich gar nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich einen Bekannten besucht, der inzwischen Lektor in einem kleinen Marburger Verlag war. Und der Verlagsleiter führte mich so durch die Räumlichkeiten, erzählte mir, wir haben jetzt auch ein Literaturprogramm begonnen, haben ein paar englische Sachen. Wir suchen nur noch Übersetzer, sagt er. Und dann sagte ich, ja, hier einen hast du gerade gefunden. Ja, damals ging das doch so. Ja, und er hat es probiert und es hat funktioniert. Ja. Und beziehungsweise es funktioniert auch immer noch so. Ja. Man muss einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Genau. Und ich glaube, deshalb glaube ich, natürlich war das in gewisser Hinsicht Zufall. Andererseits war das schon in mir, sonst hätte ich da nicht sofort Ja gesagt. Genau. Es gibt eine sehr witzige Geschichte auch zu dem ersten Buch. Ja, Engel im Schnee heißt das. Und es wurde, damals war ja noch das literarische Quartett mit Reich Ranitzky und der normalen Besetzung. Und es wurde von dem Gast, das war ein Literaturprofessor aus Heidelberg, wurde es dort vorgestellt. Und er sagte, ein unglaublich tolles Buch. Und das Verrückte war, alle stimmten ihm zu, alle drei. Alle stimmten, ein tolles Buch. Und dann sagte er den fatalen Satz. Und vor allem finde ich auch die Übersetzung überragend. Und wie aus der Pistole geschossen, sagte Reich Ranitzky, also Moment, ich hatte eher das Gefühl, der Lektor war gerade in Urlaub. Nein. Woraufhin wir, der Verlag und ich, auch das ganze Buch nochmal durchgegangen sind. Es war nichts auszusetzen an der Übersetzung. Er musste einfach einen rausschießen. Sagen, Aber das hat nicht geschadet. Von daher. Also die Verkaufszahlen waren ja dann bestimmt trotzdem Verkaufszahlen gut. Waren gut, ja. Und deine Karriere als Übersetzer, hat dir dieser Satz geschadet? Nein, überhaupt nicht. Nein, Überhaupt nicht. Was für Bücher schreibt denn dein Autor? Ja, ich habe schon gesagt, es geht immer um die amerikanische Mittelschicht oder meistens um die amerikanische Mittelschicht. Die Bücher selbst sind teilweise sehr unterschiedlich. Und das war auch so ein Motto, was er sich gegeben hat, dass er am Anfang gesagt hat, keines der Bücher, die ich schreibe, sollen mit den vorhergehenden vergleichbar sein. Es soll immer etwas Neues sein. Das hat er auch eine Zeit lang durchgehalten, würde ich sagen. Und ich bin froh heute, dass er es nicht bis zum Ende durchgezogen hat. Weil
Anfangs waren seine Bücher schon von einem äußerlich höherem Tempo als heute. Seine Bücher sind eigentlich vom Geschehen her immer langsamer geworden, aber vom Psychologischen immer tiefer. Mhm. Das weiß ich sehr zu schätzen. Gut, das ist wahrscheinlich eine Alterserscheinung. Wollte ich gerade sagen, genau. Wie alt ist er jetzt? Also er ist 5 Jahre jünger als ich. Das heißt, er ist vor kurzem gerade 62 geworden. Sein zweites Buch, Die Speed Queen, war natürlich ein ideales Bild für diese anfängliche Einstellung. Da geht es um eine Frau, die in der Todeszelle sitzt. Stephen King hat ihr 114 Fragen geschickt oder 118, ich weiß es nicht mehr genau. Und sie beantwortet diese Fragen. Man sieht die Fragen nicht, man sieht, der Roman besteht nur aus ihren Antworten. Und sie erzählt quasi ihre Lebensgeschichte. Und die hat mit Speed Queen im doppelten Sinne natürlich. Erstens mal ist ihr Freund ein Autofreak gewesen, sie sind immer durch die Staaten gerast und natürlich auf Drogen ständig. Ja. Und dann ermorden sie auch etliche Leute in irgendwelchen Junkfood-Restaurants. Das Interessante daran, sie ist eine unzuverlässige Erzählerin. Also sie lügt offensichtlich, um Eindruck zu machen. Sie tut, als wäre sie gläubig geworden im Gefängnis. Aber sie ist das Miststück, das sie schon vorher war. Angefangen, die langsameren Bücher haben eigentlich angefangen mit dem Buch Der Sommer der Züge. Das ist das vierte Buch, was ich von ihm übersetzt habe, was ich immer noch sehr, sehr liebe. Es spielt im Zweiten Weltkrieg und zeigt Amerika im Zweiten Weltkrieg. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt, weil das war mir überhaupt nicht klar, was im Zweiten Weltkrieg. Ich dachte, Amerika ist weit weg gewesen. Ja. Das hat gar keinen großen Einfluss gehabt, der Krieg auf Amerika. Aber das stimmt nicht. Und der Sohn der Familie ist dann, ich glaube, in Alaska oder auf den Aleuten irgendwo. Und die Familie ist zumindest in die Kriegsproduktion integriert inzwischen. Und die sind deshalb auch umgezogen. Die leben dann auf Long Island, ja. Und dieses Buch hat schon ein wesentlich langsameres Tempo und hat aber psychologisch eine sehr große Tiefe. Das gefällt mir sehr gut. Und das hat sich bei Onan immer mehr herauskristallisiert auch. Andererseits hat er natürlich auch immer wieder Bücher gehabt, die wirklich herausstachen, wie als ich anfing, ihn zu übersetzen, lebte er noch in Boston mit seiner Familie. Dann sind sie nach Avon, Connecticut, umgezogen. Das ist eine kleine Stadt in Connecticut. Und dort hat er, das ist in der Nähe von Hartford, der Hauptstadt, und in Hartford hat es in den 40er Jahren einen riesigen Zirkusbrand gegeben, bei dem, ich glaube, 170 Leute ums Leben kamen. Und Stuart hat von dieser Geschichte gehört und dann, das fing ihn an zu interessieren und dann hat er diese Geschichte geschrieben. Und die Leute waren teilweise noch, die Zurückgebliebenen waren teilweise noch traumatisiert und die waren ihm wahnsinnig dankbar, dass er dieses Buch geschrieben hat. Weil es waren immer noch, bei einigen wusste man gar nicht, was ist jetzt wirklich passiert da. Und er hat sehr, sehr gut recherchiert, was sowieso eine seiner Stärken ist. Und hat das ist also mehr ein Sachbuch, aber ein literarisches Sachbuch, würde ich sagen. Es ist sehr gut geschrieben, auch stilistisch, aber es ist eigentlich ein Sachbuch. Ja, klar. Und dann hat er noch ein Buch geschrieben, das ich bis heute noch nicht bis in alle Facetten verstanden habe. Es spielt kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg in einer Kleinstadt in Wisconsin, in der eine Diphtherie-Epidemie ausbricht. Und die Hauptfigur hat 3 Berufe in dieser Stadt. Er ist Pfarrer, er ist Bestatter und er ist Arzt, glaube ich. Ja, diese 3 Berufe übt er aus in dem Ort. Und er ist es auch, der die Diphtherie
Epidemie entdeckt sozusagen und er will, tut alles, um die Leute zu schützen, bis er am Ende fast den ganzen Ort ausgerottet hat, weil er selbst der Überträger ist. Nein. Ja, ganz schlimm. Aber das Besondere an diesem Buch ist, es ist in der zweiten Person Singular geschrieben. Das heißt immer du, du, du. Und man fragt sich natürlich, mit wem redet er? Mit dem Leser? Mit Gott? Wer ist derjenige, der du sagt? Ich weiß es bis heute noch nicht hundertprozentig, muss ich sagen. Und du hast auch nicht gefragt? Doch, er hat es mal erzählt, aber es hat mich nicht überzeugt. Es hat mich nicht völlig überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Genau, das kann ja dann auch sein, dass er ganz was anderes im Kopf hatte, aber das möchte er dann doch irgendwie nicht so sagen. Ja, und ich habe das häufig erlebt bei Autoren, dass sie nicht erklären können, warum die Personen so handeln. Bei Stuart gab es ein Buch, da tauchten immer wieder Hirsche auf. Und ihm war es nicht klar, warum tauchten Hirsche auf, bis er am Ende begriffen hat. Jedes Mal, wenn ein Hirsch oder mehrere Hirsche in dem Buch auftauchten, ging es um das Thema Tod. Interessant. Er hat es erst kapiert, als das Buch fertig war. Ja. Aber das warst nicht du. Du hast nicht ihm gesagt. Nein, das war nicht ich. Er hat es schon selbst gemerkt. Weil manchmal wissen ja die Übersetzer mehr als die Autoren. Das stimmt. Ja. Wenn es möglich ist, bin ich immer in Kontakt, brieflich in Kontakt oder jetzt E-Mail-Kontakt mit den Autoren. Und es ist ja für beide fruchtbar, für beide Seiten. Ja. Einmal, ich verstehe dann viele Sachen und sie verstehen etwas oder lernen etwas über ihr Schreiben. Oh, ja. Das ist schon... Und das kriegt man auch häufig dann als Feedback. Genau. Ja, hat er dir sowas gesagt? Also Stuart O'Nan auch? Stuart O'Nan hat mir das noch nicht gesagt, das stimmt. ich glaube, er ist auch ein sehr bewusst planender Schreiber. Ja. Ja, aber wir haben ja an dem Beispiel gesehen, es kann nicht alles geplant werden. Genau. Ja. Also er ist ein begnadeter Rechercheur. Ich habe ihm noch nie einen Fehler nachweisen können. Noch nie? Nein, noch nie. Es ist erstaunlich. Obwohl ich manchmal gedacht habe, es ist einer, aber er konnte es immer wieder erklären. Ja. Aber recherchieren, und ich glaube, er hat auch so dieses Personenverhältnis, das hat er alles schon vorher sehr ausgefeilt sich ausgedacht. Aber es passieren dann doch eben Dinge, die nicht so geplant sind. Ja. Ja. Um nochmal zur Übersetzung zu kommen, du musst auch hast viel gelernt, weil das finde ich immer so spannend an unserem Beruf, dass man eben in viele Dinge lernt, die man eigentlich so vorher gar noch nicht, einem nicht so klar waren. Ja, bei jedem Buch lerne ich irgendetwas dazu. Muss ich ganz sagen. Bei Stuart habe ich sehr viel gelernt, weil er mich immer in irgendwelche Gruppen hineinversetzt, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. In einem Buch geht es um eine schwarzen Community in Pittsburgh, wie die Schwarzen da leben. Nicht die geringste Ahnung. Ja? Und wie gesagt, mit dem Krieg. Und davon hatte ich überhaupt keine Ahnung, was das in Amerika, was da abgelaufen ist. Es sind immer irgendwelche Sachen, auch mit dem Zirkus. Man kommt immer in irgendwelche Geschichten hinein, wo Dinge auftauchen, mit denen man sich noch nie auseinandergesetzt hat, gedanklich vorher. Von daher, auch heute lerne ich noch bei jedem Buch. Das ist ja gerade das Spannende auch. Ja.